Jetzt weiß ich es, Adele. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Das stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Noobs Zocken Assassin's Creed 4. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Ja, das ist jetzt mal eine gute Ansage. Da hat jemand sich Kopf gemacht darum, wie er uns helfen kann und wie er uns, voranbringt. Und das finde ich super. Da kommt unser Schiff doch erst richtig in Fahrt. Oh, da ist ein königlicher Konvoi. Was haben wir denn da? Ein königlicher Konvoi. Entschuldigung, dass ich jetzt so reingeschrieben habe. Ich glaube aber nicht, dass wir den angreifen sollten. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Nur mal kurz leiser machen. Entschuldigung. Ich habe die Befürchtung, das hört ihr die ganze Zeit mit. Das soll aber nicht so sein. Wir sind auf dem Weg nach Abaku Island. Oder Island. Oder Island, ja. Ich nenne es jetzt Insel. Nach Abaku Insel. Wir fahren nach Abaku Insel. Genau. Arr. Mit unserem coolen neuen Schiff, das wir uns in der letzten Folge, ja, von der spanischen Schatzflotte ergattert haben. Naja, wir haben es uns ausgeliehen, also 5-Finger-Rabatt, wie immer. Und nun müssen wir ein bisschen unser Schiff, in Schuss halten. Und darum segeln wir da jetzt hin. Gut, ich habe da mal versucht, ich muss jetzt hier auch mal so ein bisschen nebenbei quatschen. Ich habe gestern auf YouTube einen netten Kanal gefunden, der einen wunderbaren holländischen Akzent hat. Also sehr beruhigend. Also mich hat es sehr beruhigt. Und dieser nette Kanal hat Tipps für YouTube-Anfänger erstellt. Und mit Hilfe von anderen YouTubern Tutorials und Hilfestellung dafür erstellt, wie man bei YouTube, bei YouTube erstellen kann. Und das fand ich ziemlich cool und hab mir da mal meine Gedanken dazu gemacht und wollte einfach mal einige Themen auch außerhalb des Spiels mit ansprechen. Und ich fand, das ist jetzt eigentlich ein ziemlich guter Einstieg gewesen, erstmal zu sagen, ich habe da jemanden bei YouTube gefunden. Haha. Finde ich ziemlich cool, dass es Leute gibt, die sowas machen, anderen YouTubern helfen. Ach so, wir müssen mit unserem Schiff anhalten. Ach so. Alle Segel reffen! Ja, dann halten wir mal an. Und das erste Thema, oder der erste gute Tipp, den ich gefunden habe für mich persönlich, war die Einstellung bei Audacity
oder wie andere Leute das aussprechen möchten, ich weiß es nicht, wo gesagt wurde, dass man vielleicht doch erstmal fünf Sekunden ja die Audiospur im Stillen laufen lassen soll und dann erst anfangen zu sprechen, damit man die Rauschentfernung ja besser einsetzen kann. Und ich muss sagen, ich probiere das heute echt wirklich aus und ich wäre gerne gespannt, was ihr dazu sagt, ob sich da irgendwie was verbessert hat, weil ich hatte immer das Gefühl, im Hintergrund war ein leichtes Rauschen. Aber wie, ich lese jetzt erstmal was vor. Jagen und herstellen. Sie können Tiere jagen und häuten, um Tierprodukte zu sammeln. Diese Ressourcen ermöglichen ihnen, neue Gegenstände und Upgrades für Edward herzustellen. Ja, mit dem Adlerauge können sie Tiere leichter entdecken. Sie erreichen das Herstellungsmenü über das Pausenmenü. Ja, ich erreiche ein Menü über ein Menü und bin dann in einem Menü, wo ich wieder ein Menü finde. Ah, gut. Was haben wir denn hier? Ich soll zwei Leguane erlegen. Aha, und Ozzolotz. Ozzolot. Ja, das erinnert mich daran, dass ich jetzt auch ankündigen kann. Ich fange heute die letzte Mission Metal Gear Solid Ground Zero an hier. Déjà-vu. Ist ja jetzt endlich der Patch rausgekommen. Und somit kommst du her. Und somit können wir auch diese Mission spielen. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber nochmal zurück zum Thema, zum Sound. Ich hatte immer das Gefühl, dass in leisen Stellen ein Rauschen zu hören war. Was vom Mikrofon kam. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich dieses Rauschen irgendwie rauskrieg. Und ehrlich gesagt, ich fand das auch ziemlich penetrant und ziemlich aufdringlich und ehrlich gesagt mochte ich das nicht und ehrlich gesagt wollte ich das auch nicht. Und hab dann zum Glück auf diesem Kanal, den ich vorhin angesprochen habe, einen Tipp gefunden, dass man halt, wie gesagt, die Tonspur mal 5 Sekunden laufen lässt und daraus dann die Rauschentfernung bastelt. Und ich bin echt gespannt, ob das wirklich was bringt, ob man dann zum Schluss kein Rauschen mehr hört. Und da seid ihr dann gefragt, liebe Leute. Denn nur ihr könnt das wirklich hören und wirklich mir als Feedback zurückgeben, ob das Mikrofon immer noch am Rauschen ist oder ob der Sound so ist, wie ihr euch den persönlich wünscht. Und das würde mich halt gerne interessieren. Also tickert doch irgendwas in die Kommentare. Und wir haben gerade einen Aussichtspunkt synchronisiert. Springen wir erstmal rein. Mit unserem coolen Sprung. Eine Schatztruhe habe ich auch schon geöffnet. Wir sind aber immer noch auf der Suche nach Leguane. Ich glaube, da müsste ein Leguan sein. Nee, das ist ein Ozzolot. Hey, bleibst du hier. Vielleicht sollte ich dich mal erschießen. Also ich sollte dich vielleicht mehr jagen als... Ah, verdammt. Ich habe das Gefühl, ich muss mit meiner Waffe ein kleines bisschen näher ran. Ha? Das Ozzolotlein, das ist aber auch leicht verwirrt. So. Nachgeladen ist. Ah, verdammt. Mensch. Ich glaube, das wird heute wieder eine lange Let's Play-Folge mit Ich krieg Tiere nicht gefangen. Ah, Mann, verdammt. Boah, hier sind aber viele. Hallo. Aha, Mann, warum läufst du denn weg? Komm schon. Jawohl, ich habe einen getroffen. Also alle Tierschützer bitte jetzt weggucken. Einmal Knochen, einmal Ozzolot. Ach, verdammt. Immer laufen die weg. Lauf. Komm her. So. Jetzt muss ich nur noch einen Leguan finden. Nee, zwei Leguane. Und dann habe ich auch mein Holster für eine zweite Waffe. Wo sind die Leguane? Das ist jetzt die Frage. Leguane. Ja. Somit habe ich schon das erste Thema, was ich mir gedanklich im Kopf vorbereitet habe. Ich habe auch gesehen, dass die Leute richtige Skripte schreiben. Zu
Themen, die sie ansprechen möchten. Ich weiß nicht, also ich hab, würde das, ich na, wie soll ich das sagen? Ich würde das gerne in einer Art auch irgendwie ausprobieren, aber in einer Art schreckt es mich ab, weil ich finde, beim Let's Playen geht es doch darum, Emotionen auch ins Spiel zu bringen. Also, wir wollen doch alle Spaß dabei haben und... Jawohl, getroffen! Ha! Spaß dabei haben und nicht einfach nur... Hier, willkommen, ha, ne? Ist klar. Aber muss Skripte dazu schreiben, dann habe ich die Befürchtung, dass es bei mir sich eher nach, ja, gestellt anhört. Dass ich das einfach nur so, ich lese das jetzt ab hier. Und in Wirklichkeit ist da nichts Spontanes bei, keine... Ja, ich muss auch sagen, ich finde ab und zu ein Hacker, ein Nuschler, ein Versprecher, finde ich sehr angenehm. Das zeigt mir als Zuschauer, finde ich, und da ist wieder eure Meinung gefragt, finde ich als Zuschauer, wenn ich irgendwas anschaue, sehr sympathisch, nicht so super professionell, das ist wie im Fernsehen, sondern hey, das hat wirklich vielleicht jemand gemacht, der super viel Spaß dabei hat, der sich super viel Mühe gegeben hat und darum sieht dieses Video einfach so super aus und ha, da ist ein kleiner Versprecher drin, na und? Ist super, das macht es irgendwie sympathisch. Aber genau, da würde ich dann auch wieder eure Meinung dazu wissen. Was sagt ihr denn dazu? Findet ihr Haspler, Versprecher, leichte Stotterer sympathisch, unsympathisch? Animieren die euch dazu, die Videos nicht mehr weiter zu gucken? Was animiert euch überhaupt dazu, Videos zu gucken? Das würde mich mal interessieren. Also jeder hat ja bestimmt eine andere Vorstellung davon oder ja, eine andere Vorstellung, warum er diese Videos guckt. Der eine möchte vielleicht das Spiel sehen, der andere ja, möchte dem Sprecher zuhören. Und da würde mich schon interessieren, was ist da euer, naja nicht, ja, geheimer Hintergrund. Warum guckt ihr euch, warum guckt ihr euch Let's Plays an? Das würde mich interessieren. Warum guckt man sich Let's Plays an? Also ich gucke mir persönlich Let's Plays an, weil ich Spiele gerne spiele, weil ich Spiele, die ich nicht besitze, aber vielleicht überlege, sie zu, mir irgendwann zuzulegen, vorab schon mal sehen möchte. Zumindest ein bisschen. Und bei Spielen, ja, und ja, es gibt aber auch Kanäle oder Videos, Let's Plays, die ich, oh, ich muss ja wieder raus. Nee, ich muss hier irgendwas machen. Oh mein Gott, ich sitze hier vor und quatsch nur. Ich muss einen neuen Holster erstellen für Edward. Jawohl, dann erstellen wir erstmal einen neuen Holster, dann quatsche ich weiter. Oh, Pistolensets? Nee, bestimmt Monturen, ne? Kriegen wir da Edward Braun? Nein. Wo ist, Herstellung. Herstellung, genau. Im Herstellungsmenü ist der Pistolenholster. Kostet uns 2 Ocelot-Pelz. Das, haben wir. Das bestätigen wir mal. Und ich glaube, wir sollten uns dann auch noch das Gesundheitsupgrade besorgen. Mit Leguan-Leder. Und das haben wir auch. Steigert unsere Verteidigung um 25%. Ja, so. Dann haben wir... Ja, dann müssen wir zurück aufs Schiff. Unseren stellvertretenden Captain sprechen. Mit ihm reden. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Wie wir unsere... Ja, unser neues Baby irgendwie aufrüsten können und ein bisschen eher stylischer machen. Zurück zu, also nochmal zu den Let's Plays. Es gibt dann aber auch Let's Plays, die ich mir angucke, weil der Sprecher mir irgendwie gefällt. Weil der Sprecher eine sympathische Stimme hat, weil der Sprecher, ja, einfach beruhigend ist. So wie, wie der Sprecher von dem, also von diesem Kanal, der Tipps macht. Da ist der Sprecher auch ziemlich beruhigend. Und das finde ich sehr angenehm. Und es gibt halt Sprecher... Ja, da hört sich das nicht so gut an. Dafür sind aber die Let's Plays ziemlich geil. Und dann gibt es Sprecher... Ja, bei denen stimmt alles. Let's Play und... die Stimme dazu. Und das finde ich super. So, jetzt treffen wir hier mal... Was hat er uns denn jetzt zu sagen? Ahoi, Captain. Gefunden, was du brauchst?
zwischen brauchen und wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Richten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. Gut, ja, wir haben die Mission beendet. Erinnerung 1, der ungeübte Captain optionale Ziele, ein Leguan erschießen, ein Ocelot per Luftattentat erledigen. Oh nein, ich habe wieder zum Anfang nicht runtergeguckt, was ich erledigen muss. Ich habe wieder so gequatscht. Ich habe kaum was vom Spiel erklärt, sondern nur gequatscht. Aber okay, dafür würde ich gerne eure Meinung wissen. Schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Bitte. Und gebt mir Feedback. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch vielleicht so einen kleinen Abonnier-Button drücken. Wenn ihr das nicht schon getan habt, würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen. Also, ja, darüber freue ich mich auch. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Noobs zocken Assassin's Creed 4 Black Flag. Haut drin, Leute. Ciao.